Zorc watscht Matthäus ab. Nach den Äußerungen von Lothar Matthäus bezüglich eines Wechsels von Mario Götze schlägt der BVB jetzt zurück. BVB-Sportdirektor Michael Zorc deutete gegenüber der Sportbild an, dass ihn Aussagen von unqualifizierten TV-Experten nicht interessieren. Matthäus legte Götze einen Wechsel nach China nahe, falls dieser sich in Dortmund nicht bald durchsetze. Er habe für die meisten Bundesligisten zu hohe Gehaltsansprüche und ausländische Top-Clubs hätten den 24-Jährigen nicht mehr auf dem Zettel. Der Mittelfeldspieler steht erst seit letztem Sommer wieder beim BVB unter Vertrag. Schalke bangt um Naldo. Nach dem Einzug ins Achtelfinale der UEFA Europa League beschäftigt Schalke 04 vor allem die Verletzung von Innenverteidiger Naldo. Der Brasilianer verletzte sich im Rückspiel gegen PAOK Saloniki im Adduktorenbereich und musste frühzeitig ausgewechselt werden. Kapitän Benedikt Höwedes sagte nach dem Spiel, dass man jetzt keinen großen Ausfall gebrauchen könne und dass Naldo sehr wichtig für die Mannschaft sei. Laut Trainer Markus Weinziel sehe es allerdings nicht allzu schlimm für den 34-Jährigen aus. Hoffnung auf Startelf für Schweinsteiger. Nachdem sich bei Manchester United im Rückspiel gegen Saint-Étienne sowohl Michael Carrick als auch Henrik Mkhitaryan verletzten, ist für Bastian Schweinsteiger ein Startelf-Einsatz im Finale des League Cups am kommenden Wochenende möglich. Trainer José Mourinho sagte nach dem Spiel, dass es zwar nicht sicher sei, wie schwer die Verletzungen sind, aber dass mit Fellaini und Schweinsteiger in jedem Fall ein guter Ersatz bereitstehe. Im League Cup-Finale trifft Man United am kommenden Sonntag auf den FC Southampton. Mkhitaryan statt De Bruyne. Für Ex-BVB-Coach Jürgen Klopp war Kevin De Bruyne 2013 offenbar einer der Favoriten auf die Götze-Nachfolge. Im Interview mit der dänischen Zeitung Extrabladet verriet Klopp, dass der Belgier neben Henrik Mkhitaryan und Christian Eriksen einer der Top-Kandidaten auf die vakante Position beim BVB war. Alle drei seien intensiv beobachtet worden, doch es konnte nur einer der Mittelfeldstars verpflichtet werden, so Klopp. Die Wahl fiel auf Mkhitaryan. De Bruyne wechselte 2015 für rund 75 Millionen Euro von Wolfsburg zu Manchester City. Mkhitaryan spielt seit dieser Saison für den Lokalrivalen Manchester United.